Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Grounded, dem Miniaturabenteuer im eigenen Garten. So, wir haben ja letztes Mal unser Zelt hier hingeschmissen, jetzt wollen wir hier eine Basis hinbauen. Basis bedeutet, wir brauchen Wände, wir brauchen eine Vorratskiste. Die können wir aber nicht bauen, weil uns Eichelschale fehlt. Verflixte Eichelschale. Da sind wir auch wenig kreativ, wir haben keinerlei Ausweichmöglichkeiten. Wir brauchen Eichenschale. Eichelschale. Wir können einen Wasserbehälter bauen. Dafür brauchen wir Seil. In grobes Seil fallen gelassen. Ja. Das Problem ist, dass mein Inventar mehr als voll ist. Was kann ich denn entbehren? Das kommt weg. Ameisenbrocken. Auch erstmal weg. Dann nehmen wir erstmal das Seil zur Hilfe. Jetzt habe ich den Ameisenbrocken wieder genommen. Naja. Und dann wollen wir mal herstellen ein Wasserbehälter. Oh, der ist ja riesig. Der ist ja größer als mein Zelt. Was willst du hier? Geh weg. Oh, ich habe Hunger. Ja, wo stellen wir den denn hin? Also so einen großen Klotz, das kann ich ja nicht einfach mal irgendwo. Das muss ja schon ein bisschen Sinn und Verstand haben eigentlich, ne? Ja, genau. Mach kaputt. Ich kann es ja später auch umstellen. Das ist praktisch. Wiederverwerten und trinken. Wasserbehälter ist leer. Wie mache ich denn hier Wasser rein? Das ist ja jetzt sehr toll. Undicht ist das Ding auch. Hier läuft ja alles raus. Ah, das hilft uns nicht weiter. Okay, wir brauchen erstmal was zu trinken. Hier haben wir einen Wassertropfen. Muss ich den vielleicht da drunter stellen? Und dann das Wasser da reinfallen lassen? Würde das funktionieren? Oder kann ich mir vielleicht noch kleine Eimer bauen? Müssen wir noch herausfinden? Wissen wir noch nicht. Jetzt haben wir erstmal was getrunken. Jetzt brauchen wir was, das wir Essen zubereiten können. Ein Püriergerät. Okay, das brauchen wir auf jeden Fall nicht. Nein. Nein. Irgendwas, wo wir Lebensmittel herstellen können. Nein. Habe ich da nichts Passendes erforscht vielleicht? Das sieht so aus. Dann müssen wir einmal zu unserem Labor hin. Habe ich es weggeschossen oder habe ich es kaputt gemacht? Wo war denn das Labor? Hier haben wir das Wasser, in dem irgendwas drin ist. Oh, pure Wissenschaft. Das ist ja praktisch. Da wollen wir ja sowieso gerade hin. Oh, ist nur Marienkäfer. Oh, ich brauche Nahrung. Und dafür müsste ich mal wissen, wo das Labor war. Wo sind wir denn hergekommen, das eine Mal? Sind wir hier von rechts gekommen? Ja, genau, hier war's. Hier haben wir das Labor. Müssen wir irgendwie mal was analysieren, was uns weiterhilft, Nahrung herzustellen. Was haben wir denn noch nicht analysiert? Wir können analysieren. Verdorbenes Fleisch. Oh Gott, das wird schlecht auch noch. Ach, das ist ja ärgerlich. Was können wir denn damit machen? Verdorbenen Fleischbrei. Okay, ich bin mir nicht ganz sicher, ob uns das munden wird. Ein Bärenstuhl und ein Sprungnetz.
So, komm, irgendwas Sinnvolles hätte ich gern noch. Läuselatschen. Gut, das war jetzt nicht allzu hilfreich. Ich hätte jetzt gerne noch irgendwas gefunden, wie ich mir hier Essen mache. Gesichtsmaske, Helm, Laube, Platte, Schoner, Poncho, Latschen, Panzer, Knieschoner. Hier haben wir nun Verband, Wasserbehälter, offenes Zelt, Werkbank, Vorratskiste, Sprungnetz. Vielleicht kann ich ja mit Hilfe der Werkbank etwas herstellen, um mir Essen zuzubereiten. Okay, dann gehen wir nochmal zur Basis. Oder zur zukünftigen Basis. Die wollen wir aufbauen. Und stellen dann einmal, ich dachte, hier wäre Saft gewesen, eine Werkbank hinzu. Ich denke, das kann man erstmal so lassen. Wir werden uns ja nach und nach sowieso vergrößern. Wichtig ist, denke ich mal, dass wir erstmal was Kleines haben, wo wir uns auch zurückziehen können. Und dann können wir quasi direkt nebenan was Großes hinbauen und wenn das fertig ist, reißen wir das hier ab. Okay, den Rest brauchen wir schon nicht. Eine Werkbank. Ich kann überhaupt nicht irgendwie was Neues machen. Eine dicke Paste aus zerhackten Pflanzenteilen. Im Rucksack habe ich nichts davon. Erfordert Pflanzenfaser. Habe ich 45 Stück verfügbar. Herstellungsanforderungen: Püriergerät. Jetzt brauchen wir doch das Püriergerät. Das war hier. Dafür brauchen wir Unkrautstängel, Eichelschale, Blütenblatt und einen roten Ameisenbrocken. 5 Stück. Das kann nicht wahr sein. Können wir denn möglicherweise unser aus dem Inventar unser Fleisch auch so essen? Tatsache. Und wenn ich verdorbenes Fleisch esse? Oh, mir geht's gar nicht gut. Mir ist so, ich glaube, das Fleisch war nicht mehr. Totgekotzt. Du bist gestorben. Max ist über den Zierteich gegangen. Okay. Also wir können definitiv. Hat das mich gekillt oder mein Essen? Hat mich dieser komische fliegende Käfer hier gerade umgebracht oder war das wegen meinem abgelaufenen, vergammelten Fleisch, was ich gegessen habe? Ich brauche ein Feuer. Ich muss hier irgendwie doch ein Feuer herstellen können. Ah, da steht Bild rein. Ausgestopfte Laus. Was können wir denn? Kann ich irgendwas noch analysieren? Dass wir uns hier ein Lagerfeuer machen können. Den mussten wir mitnehmen. Wir können schon wieder zwei Sachen erforschen. Dann würde ich sagen, wir nehmen jetzt einfach mal den pflanzlichen Kram. Wegmarkierung, Spießgrill. Ah. Läuft. Dann haben wir das ja auch fertig. Perfekt. Ja.
Dann können wir jetzt einen Spießgrill bauen und unser ganzes Fleisch einmal durchbraten. Ein bisschen ärgerlich nur, dass wir hier nur diese komischen Wassertropfen trinken können. Und da ist nichts drinne. Okay, dann würde ich sagen, wir hauen den Spießgrill erstmal hier vorne hin. Haben wir den vielleicht auf dem Schnee? Ja, sicher. Dann haben wir erstmal alles beisammen. Jetzt brauchen wir noch trockene Grasbrocken. Wie der Zufall es will, wächst hier trockener Rasen. Nee, da wollten wir nicht hin. Wir wollen das. So, wie der Zufall es wollte, haben wir trockene Grasbrocken. Ah, was können wir denn braten? Gar nichts, weil alles schlecht ist. Ah, dann müssen wir das Feuer wieder ausmachen. Wie mache ich das Feuer aus? Geht das von alleine aus? Verbrennt das irgendwann? Komm mal her. Den können wir schon mal rauflegen. Oh, das sieht aber gut aus. Wie bei Mutti. Da ist noch ein Käfer. Und hier ist noch ein Käfer. Mein Speer. Wo ist mein Feuer? Können wir sogar schon wieder was raufpacken? Ah, das haut unser Leben voll. Okay, wir brauchen noch mehr Käfer. Aber es ist halt auch nicht wirklich lange haltbar, würde ich jetzt behaupten. Ich weiß ja nicht, wie schnell das Gebraten abläuft. Aber wenn das genauso schnell abläuft wie das Ungebratene, dann können wir damit nicht allzu viel anfangen. Okay, jetzt haben wir erstmal keine Käfer mehr hier. Ja. Wasserbehälter. Wie können wir diesen Wasserbehälter befüllen? Also, es passen sechs Wassertropfen da rein, aber wie kriegen wir die Wassertropfen da rein? Den haben wir auch. Oh, es läuft auch ab, das Gebratene. Ah, oh, das ist ja unpraktisch. Okay, also wir haben auf jeden Fall schon mal einen Unterschlupf. Wir haben einen Wasserbehälter, also einen Wasserspeicher, den wir nicht voll kriegen. Eine Werkbank. Und wir können uns schon mal was zu essen machen. Das ist schon mal sehr viel wert. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wir das Wasser da hinkriegen. Wir haben ja hier einen Tropfen. Den kann ich direkt trinken. Okay, den haben wir jetzt direkt getrunken. Jetzt brauchen wir noch mal einen, den wir mitnehmen. Ah, hier ist er. Ah, wenn der hier reinfällt, ist das auch kontaminiert, ne? Aber der könnte auf den Grashalm fallen und da reinrollen. Okay. Also der Tropfen soll es nicht sein. Der wird es nicht sein. Das wird nicht passen. Wir brauchen einen anderen. Da haben wir auch noch einen Wassertropfen. Okay, und den müssen wir da runter. Ah.
Der fällt ja auch in eine Pfütze. Die Pflanze. Okay, der ist weg. Ein Wassertropfen. Oder muss ich tatsächlich die Eichel, also den Wasserbehälter, unter den Tropfen packen und den Tropfen denn reinfallen lassen? Okay. Also er rollt auf jeden Fall umher. Ich kann ihn nehmen. Nein! Wieso kann ich ihn nicht schieben? Der Käfer konnte es doch auch. Ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Lösung ist. Nein, bleib doch hier. Hier bergauf will er nicht. Okay, und jetzt nach da. Weißt du was? Ich kann die noch umstellen, ne? Wo ist dieser komische Wassertropfen hin? Hier. Das geht nicht. Okay, das heißt, ich muss tatsächlich diesen komischen Krug mitnehmen. Haben wir hier noch einen Wassertropfen? Brauchen noch mal ein bisschen Wasser. Wir müssen jetzt mal ausprobieren. Da hinten ist ein Tropfen. Wie? Oh Gott, ich sehe hier gar nichts. Wie bekommen wir diesen Tropfen hier rein? Wo ist der Tropfen hin? Ach, jetzt habe ich ihn aus den Augen verloren. Da. Und ich kann ihn hier nicht platzieren. Versuchen wir das mit dem. Passt das so einigermaßen? Welcher ist das? Der hier, ne? Ist hier Wasser drin? Tatsache, hier ist Wasser drin. Oder? Dann müsste ich ja gleich trinken können. Rein theoretisch. Trinken. Okay, also es funktioniert auf jeden Fall. Komme ich hier nicht dran vorbei. Dann stellen wir den erstmal wieder zurück. Und haben schon mal eine Möglichkeit gefunden, den mit Wasser zu befüllen. Ist auch gerade so der Boden bedeckt, ne? Aber immerhin. Mal ein bisschen Fleisch braten hier. Das sieht ja vorzüglich aus. Was frisst du? Frisst du meinen Abfall? Oh, jetzt locke ich hier das ganze Ungeziefer an. Nein. Das ist mein Fleisch. Wag es dir nicht. Du hast von da hinten mein Fleisch gefressen?
Das ist ja frech. Der hat mein Fleisch geklaut. Die sind ja kriminell, die Ameisen. Hey there, buddy. Kann das eigentlich sein, dass ich noch gar keine Wände bauen kann? Fällt mir jetzt mal gerade so ein. Ich darf tatsächlich noch keine Wände bauen. Das heißt, ich muss das hier mal mitnehmen. Das müssen wir mal analysieren. Was willst du damit sonst machen? Oder ein Dach oder sowas vielleicht? Aber irgendwas musst du ja aus diesen Grasplatten machen können. Dann müssen wir die einmal mitnehmen. Graswand, ja, perfekt. Das wollten wir doch wissen. Das wollten wir haben. Stängellager, Plattenlager. Okay. Einen können wir noch. Was macht Sinn? Die Milben. Untersuchen wir mal die Milben. Gucken wir mal, was daraus kommt. Oh, Pfeile. Milbenhut, ausgestopfte Milbe, Felspelz. Wenn ich mit den Milben Pfeile machen kann, kann ich mir denn jetzt auch einen Bogen machen? Das wäre ja jetzt die Frage, ne? Wenn wir hier auf Werkzeug, hier haben wir ja auch den Speer, da haben wir einen Stachelsprössling. Dann haben wir einen Hammer, den wir nicht besitzen, eine Axt, eine Schaufel, einen Sprösslingbogen und Pfeile. Dafür braucht man Distelstachel. Wo finde ich das denn? Und Fliegenpelz. Wo kriege ich einen Fliegenpelz her? Fliegenpelz. Mattgraue Haare von einer Fliege. Ja, fehlende Zutaten. Wo finde ich denn eine Fliege? Also wir brauchen auf jeden Fall noch einen Boden, Bogen. Eine Fernwaffe ist immer wichtig. Wo muss ich denn jetzt hier lang? Bin in der falschen Richtung abgebogen, oder? Es ist halt alles so dunkel. So, jetzt haben wir von der Basis noch nicht allzu viel gebaut. Wir brauchen ja eigentlich, ja gut, viel hat sie ja nicht mehr. Wir brauchen jetzt ja eigentlich nur noch die Wände und einen Eingang, damit wir da rein und raus können. Und damit die Ameisen nicht ständig mein Fleisch wegfuttern. Denn wir brauchen ja auch keine Vorratskiste, wenn die Ameisen hier alles vom Grill holen, ne? Und vielleicht auch aus der Vorratskiste. Das heißt, wir brauchen Baumaterial. So, was kostet uns denn eine Wand? Eine Graswand. So, dafür brauchen wir vier Grasplatten. Und wenn wir die bauen wollen, lobet den Herren, der erst sein ganzes Inventar hier hinschmeißt und dann anfängt, Wände zu ziehen. Gut, aber das ist ja auch erstmal ein Provisorium, ne? Damit fangen wir jetzt an. Und wenn wir uns hier so ein bisschen eingelebt haben, dann werden wir anfangen, in größeren Dimensionen zu bauen. Ist ja erstmal nur, damit wir sicher sind, ne? Okay, und jetzt brauchen wir noch mal eine Tür. Eine Grastür. Okay.
Also die. Wie bist du denn gestorben? Soll mich nicht stören, nehme ich mit. Gut, dann müssen wir jetzt erstmal Grasplatten abbauen. Da holzen wir hier alles weg. Weg mit der Natur. Scheiß Grünzeug in meinem Garten. Ist alles nur Arbeit. Aber mehr wie 5 kann ich gar nicht mitnehmen. Ja, das ist ja schon mal sehr schön. Weg mit dir. So viel Grünzeug, ja? Hier wird auch nie Rasen gemäht. Ich sag's, wie es ist. Absolut schlampige Gartenwirtschaft. Da müssen wir aber einige Grashalme umhauen. Also selbst für diese kleine Hütte, ne? Muss man mal schauen, wenn wir jetzt in größeren Dimensionen denken. Und wir sagen, wir wollen hier was auf mehrere Etagen haben. Dann müssen wir schon gucken, dass wir da zum einen genug Platz einplanen für die Bauphase an Baufläche. Dann wäre es natürlich ganz schick, wenn das ein bisschen, also halbwegs eben wäre. Wir brauchen Wasser in der Nähe. Also wenn wir eine größere Basis bauen, brauchen wir eine andere Location. Wir brauchen ein trinkbares Wasser oder müssen herausgefunden haben bis dahin, wie das mit dem Wasserbehälter funktioniert. Wir brauchen eine ebene Fläche, das heißt, wir werden noch eine Schaufel herstellen müssen, damit wir die Fläche so halbwegs, ich weiß nicht, wie eben das in dem Spiel überhaupt machbar ist, aber dass wir die halbwegs eben schaufeln. Und dann müssen wir halt in ganz großen Dimensionen uns ein Haus planen. Ein Schloss. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Leckt mich am Arsch. Wo kam der denn schon wieder her? Ja, die olle Sau. Ja, im Dunkeln ist gefährlich hier, ne? Also es ist ein hartes Pflaster. Und deswegen brauchen wir hier eine Basis, in der wir uns verstecken können. In solchen Situationen. Und die nächste Basis, die wir bauen, also die richtige Basis, das hier ist ja ein Provisorium, die darf nicht nur groß werden, die braucht auch Sachen wie Selbstschussanlage, irgendeine Art großen Wassergraben, dass die Tiere da nicht durchkommen. Da müssen wir richtig auftischen. Ich habe den auch nicht mitbekommen, ne? Also ich habe nicht gehört, dass der gekommen ist. Ich brauche hier noch einen Unkrautstängel. Wo kriege ich denn das her? Ein Unkrautstängel. Ist jetzt auf dem Bild. Ist der braun? Also würde ich davon ausgehen, dass ich hier ein braunes Stück Holz hauen muss, ja? That was refreshing. Oh. Ein bisschen Wasser. Oh. Das ist erfrischend. Wasser, das Elixier des Lebens. Okay, damit haben wir jetzt die Wände soweit fertig. Können wir die Tür öffnen? Nein, aber ich kann ja noch reingehen. Die ist noch gar nicht fertig. Also wir brauchen ein Unkrautstängel.
Wo kriegen wir den her? Just like a fruit pounder. Kann ich eigentlich auch die Sachen wieder aus der Hand legen? Ja. Ein Unkrautstängel, irgendwas Braunes. Das könnte vielleicht, wenn man den weghaut. Vielleicht so eine Pflanze hier. Benötigt ein Werkzeug höheren Ranges. Das ist kräftiges Unkraut. Okay, das heißt, an den komme ich nicht ran. Der ist zu stabil. Klee ist es nicht. Tja. Ich sag mal, so viel Auswahl haben wir ja nicht, ne? Wir haben hier noch ein bisschen Löwenzahn. Der hält aber viel aus. Unkrautstängel, ja. Wunderbar. Was fehlt noch? Zweimal Seil. Das muss ich jetzt echt herstellen. Das kann ich nicht über Schnelltaste machen. Stell noch eins her. Hier haben wir noch die Leertaste. Wunderbar. Ja. Das kommt mit raus. Kommt erstmal eine Seite. Damit wir hier einen freien Eingang haben. Und dann würde ich sagen, da haben wir ja unsere erste provisorische Hütte fertiggestellt. Mit allem, was erstmal wichtig ist. Wir haben Schlafplatz, wir haben einen Wasserbehälter. Wir können uns Essen zubereiten und wir haben eine Werkbank. Wofür auch immer die eigentlich gut ist. Ich weiß gar nicht, ob ich die wirklich brauche, weil bis jetzt konnte ich ja alles ohne Werkbank herstellen, ne? Aber ich denke mal, in späteren Zeiten werden wir auch die Werkbank benötigen. Ja. Dann haben wir jetzt erstmal unsere erste eigene Hütte. Ist das eine Fliege? Das für ein Geräusch. Das ist so eine Fliege, ne? Toll. Oh nein, jetzt fällt mein Speer auch noch ins Wasser. Können wir noch eine Fliege jagen? Fliegenpelz. Ja, wunderbar. Jetzt brauchen wir nur noch eine Distel. Wenn wir jetzt noch eine Distel finden würden, dann könnten wir unseren Bogen herstellen. Einen Sprösslingbogen. Oh, wir brauchen noch mehr. Drei habe ich, vier brauche ich. Dann müssen wir noch eine Fliege töten. Also vor allem jetzt, wo die gerade hier unten sind, könnte uns das natürlich gerade ein Vorteil sein. Da ist noch eine. Mist. Wo ist sie? Hier. Ah, wie komme ich denn zu der hin? Komm da nicht hoch. Oh, hepp.
Wo ist sie denn? Da. Oh, die wackelt aber, ne? Seid doch mal still. Na, ich komme hier auch nicht höher. Also wir brauchen noch eine Fliege. Leider werde ich die wohl diese Runde nicht mehr kriegen. Ah, das ist schon wieder so eine Kackspinne, die ich die ganze Zeit höre. Hängt die da fest? Wäre das jetzt eine Möglichkeit, die zu killen? Die kommt da nicht weg, ne? Die hängt fest. Die hängt nicht fest! Nein! Aua, 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 aua. Ah, Max erlag einer Vergiftung. Ich hasse den Dschungel. Die scheiß Natur mit ihren scheiß Tieren hier. Ah, yes. I love this backpack. Jetzt ist mein Speer natürlich weg, ne? Ah, müssen wir einen neuen Speer herstellen. Also bis jetzt bin ich kein Freund der Natur. Ich muss es ehrlich sagen, ich bin klein, ich bin im Dschungel und ich finde es hier kacke. Alles will mich töten. Das Schlimme ist, alles, was größer ist, tötet mich auch. Diese scheiß Tür mit dem scheiß Blätterwerk hier. Jetzt brauchen wir einen neuen Speer. Na gut. So sei es. Auf jeden Fall haben wir unsere Basis schon mal fertig gekriegt, die Runde. Eine kleine Basis. Was mich so ein bisschen stört, ist halt diese Ungleichmäßigkeit. Ich weiß nicht, wenn wir hier vielleicht ein Dach draufsetzen würden, also eine Etage drauf, mit Treppenwerk und sowas, ob wir das denn eben bekommen würden. Und wo ich auch ein bisschen skeptisch bin, ist, wenn ich diese Tür nicht benutzen muss und ich kann von hier raufspringen, könnte diese Spinne, die ja größer ist als meine Hütte, hier nicht einfach rüberlaufen? Oder die kann ja auch springen. Kann die hier reinspringen? Das sind halt alles Sachen, die müssen wir noch herausfinden. Fragen, die noch geklärt werden müssen. Das war es aber für heute. Ich hoffe, die Folge hat gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Beim nächsten Mal gehen wir wieder zurück zum Baum. Und werden mit dem Robby nochmal quatschen. Und werden mal gucken, dass wir so nach und nach jetzt hier die Chips finden. Um eine Möglichkeit zu finden, wieder groß zu werden. Und wie wir den hier besser befüllen können. Da müssen wir auch nochmal gucken. Und dann bauen wir so nebenbei immer mal peu à peu eine größere Basis. Versuchen aber natürlich das Spiel auch durchzuspielen. Oder vorwärts zu kommen in jedem Fall. Ja, dann hoffe ich, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen. Schaltet wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Ciao.